Thank you very much. Herzlichen Dank. Ich glaube, ich habe 7 Punkte. Der erste lautet der Aufstieg mit Rückblick. Wohl niemand kann begründen, wie es geschieht, dass Künstler ihrer Zeit wie aus dem Nichts die Signaturen geben. Dies tat etwa die britische Künstlerin Tracy Emin mit ihrem skandalösen Kunstwerk My Bad aus dem Jahr 1999, das gegen die in ihrer Zeit herrschende Überzeugung, alles Materielle und Körperliche würde in digitalen Simulationen aufgehoben werden, die körperliche Verfangenheit entgegenhielt und zugleich die kommende Transparenz auch des Privaten diagnostisch vorwegnahm. Nicht weniger erstaunt die Wiederkehr der mittelalterlichen Glasmalerei als Zeichen der Sehnsucht nach einer höheren Form der Transparenz, die Imi Knöbel in Reims realisierte oder, wie hier rechts, Gerhard Richter im südlichen Querhaus des Kölner Domes. Seine Glasfenster entstanden aus einem stochastischen Digitalprogramm für die zufällige Kombination der Farben, womit sich das Vorvergangene mit dem Digitalen verband. Beide Werke sind nicht entstanden, um ihre Zeit in ihren Brüchen und Möglichkeiten zu bestimmen. Aber ohne dass sie hierfür einen Begriff aufgewendet hätten, erreichten sie genau dies. Intuition kam zu etwas Neuem, hochreflektierten Werden. Dies ist, was Gottfried Wilhelm Leibniz mit seinem Aufstiegsdenken, das gleichsam permanent zurückblickt, entfaltet hat. Leibniz gesteht dem Künstler die tiefste, verworrenste und zugleich höchste Erkenntniskraft zu. Entscheidend sind meines Erachtens nach wie vor die Meditationes de Cognitione Veritate et Ideis aus dem Jahr 1684. Leibniz verfolgt hier den Aufstieg und es ist ein Aufstieg, deswegen habe ich dieses Schema hier hergestellt. Üblicherweise kommt es von oben nach unten, aber es ist ein Aufstieg. Leibniz verfolgt den Aufstieg der Erkenntnis, der mit der Spaltung von dunkler und klarer Erkenntnis beginnt. Auf jeder höheren Stufe ergeben sich neue Spaltungen zwischen undeutlich und deutlich, inadäquat und angemessen, symbolisch auf der obersten Stufe und intuitiv. Hierin könnte das Ende einer Aufstiegsleiter erreicht sein, weil Leibniz mit der symbolischen Form die mathematischen Zeichen anspricht, die für ihn die höchste Form menschlicher Gedankenqualität bezeichnen. Die Erkenntniskraft von Algebra und Arithmetik nennt er in der Folge jedoch in einem überraschenden Widerspruch, ich zitiere, blind oder auch symbolisch. Leibniz stellt sich die Frage, ob diese Zeichen nicht einen Preis für ihre Höhe bezahlen müssen. Blindheit bedeutet hier für Leibniz das Zugeständnis, dass es Denkformen gibt, die ihren Symbolcharakter derart weit von der Wirklichkeit abstrahieren müssen, dass diese nicht mehr erfahrbar ist. In seiner Erläuterung der auf Sinneseindrücken basierenden Erkenntnisweisen hat Leibniz mit der Urteilsfähigkeit von bildenden Künstlern das Gegenmodell präsentiert im selben Text. Auf ähnliche Weise sehen wir Maler und andere Künstler angemessen erkennen, was richtig und was fehlerhaft gemacht ist, ohne dass sie oft den Grund ihres Urteils angeben können. Zitat Ende. Obwohl sie nicht über die geeigneten Begriffe verfügen, spricht Leibniz den Künstlern doch zu, probe cognoscere, also angemessen erkennen und vor allem urteilen zu können. In der bildenden Kunst und mit ihr im Bereich des Diffusen und Verworrenen auf der untersten Ebene verbinden sich die niederste und die höchste Erkenntnisform. Und dies gilt nicht nur für die Erkenntnistheorie, sondern auch für die Form selbst, also dem Diffusen, Verworrenen und Dunklen. Ein markantes Ereignis dieser Art hatte Galilei 2 Generationen zuvor als Künstler vorgeführt. Galilei ist berühmt wegen seiner Beobachtungen der Unebenheiten der Oberfläche des Mondes, die den bis dahin bekannten Himmel einstürzen ließen.
auch die Trabanten und Sterne waren nur eine entfernte Erde und keine ätherischen Gebilde der aristotelischen Vollendung. Methodisch womöglich noch erschütternder aber waren die Untersuchungen der Sonnenoberfläche, die Galilei im Jahr 1612 anstellte, und zwar durch ein mit farbiger Linse versehenes Teleskop. Was er sah, waren Flecken, die keineswegs stabil waren, sondern die eben über die Oberfläche der Sonne wanderten. Anders als seine Gegner, wie Christoph Scheiner hier links mit einer ähnlichen Darstellung, hat Galilei die internen Verwandlungen dieser Flecken nicht heruntergespielt, wie das Scheiner in dieser Komprimierung der Phänomene tat, sondern er hat sie durch die Varianten seiner Maltechnik noch hervorgehoben. Es war sein Stil, der den metamorphotischen Charakter der Gebilde betonte. Das diffuse, gleichsam schmutzige dieser metamorphotischen Erscheinungen auf der Sonne und in der Sonne hat Galilei in schroffem Gegensatz zu den eckigen Schraffuren hier links zu sehen Scheiners in seiner bestechenden Aquarelltechnik betont. Galilei war sich der Bedeutung seiner erkenntnistheoretischen wie zeichnerischen Leistung vollauf bewusst. Es war seine Ästhetik des Schmutzes, die ihn am 2. Juni 1612 an den befreundeten Maffeo Barberini, der später als Urban VIII. Sein Gegner werden sollte, schreiben ließ, seine Zeichnungen seien das Endgericht der Aristoteliker, Judicio Finale. Zeitgleich zu Leibniz dann hat Newton, obwohl er nicht eben dessen methodischer Freund war, eine ähnliche Privilegierung des Diffusen vorgenommen. Bei seinen Lichtbrechungen im Prisma ergaben sich Spektralfarben, die nicht nur in den zwischen ihnen gelagerten Rändern ineinander natürlich diffus übergehen, sondern an den Seiten irritierend unscharf blieben. Astronomen waren von diesem Phänomen abgestoßen, aber Newton hat, wie Olaf Müller, der Berliner Kollege in der Philosophie, großartig zeigen konnte, die Parameter seiner Brechungsexperimente so gewählt, dass genau dieser Effekt gesteigert wurde. Später hat Newton die Brechungsfarben wieder in Weiß zurückverwandelt und damit gleichsam bereinigt, aber die Diffusität der Spektralfarben hat ihn ästhetisch fasziniert. Die entschiedenste Variante der Wertschätzung des Diffusen und Obskuren aber kam von Giambattista Vicos Neuer Wissenschaft, die 1734 mit zwei Frontispizien publiziert wurden. Ich kann an dieser Stelle auf diesen sehr komplexen Gehalt dieser Darstellungen leider nicht näher eingehen, habe das an anderer Stelle getan. Im Moment hier ist nur wichtig, dass durchweg, niemals ist die erste Fassung in philosophischen Texten publiziert worden, sondern immer diese Rechte hier, die viel klarer zu sein scheinen, viel präziser und die nach dem Tod von Vico durch einen anderen Künstler als der, den er beauftragt hatte, produziert wurde. Die von Vico gewünschte Urfassung des Frontispizes von 1730 besitzt jedoch einen anderen Charakter. Die gleichsam vibrierende, unregelmäßige Linienführung der Erstfassung, dieser hier projizierten Erstfassung, auch hier das Durcheinander gegenüber der geordneten Fassung hier der Requisiten, vermittelt hier links in der Technik jenen Charakter des Sfumato, des leichten Verschwimmens, das den Verfasser dazu berechtigte, hier nicht von einem Kupferstich, sondern von einer Malerei links, also die Pintura, zu sprechen. Die Fassung rechts von 1744 dagegen besitzt eine ebenmäßige Linienführung und dies gilt auch für die Motive, die klarer eingesetzt sind, als dies hier links in der Urfassung geschieht. Die Finsternis des Himmels, also hier links wieder die Urfassung, die Finsternis des Himmels wird von Vico als ein Medium der Undeutlichkeit beschrieben, aus dem heraus die menschliche Wissenschaft die Prinzipien ihrer eigenen
Auflösung herauszuziehen habe. Es ist der Stoff, diese Dunkelheit, der sich der neuen Wissenschaft zur Aufhellung an darbietet. Im Ursprung körperlich, gestisch und zeichenhaft ist sie ihrerseits der lichtexistenten Reinheit von René Descartes, Descartes' Discours de la Méthode, entgegengesetzt. Damit bleibt sie dem komplexen Dunkel der Wolken hier verhaftet. In großartiger Weise hat dies Alexander Gottlieb Baumgarten in seiner 1739 publizierten Metaphysika, wie auch in der 1750 erschienenen Ästhetika, aufgenommen. Wie in Zwiesprache mit Vico, man glaubt wohl, dass er ihn nicht gekannt hat, aber es ist derselbe Gedanke. Wie in Zwiesprache mit Vico nennt Baumgarten nicht die strahlende Helligkeit, sondern das Dunkel als den Grund der Erkenntnis. Ich zitiere: Je mehr Merkmale eine Vorstellung umfasst, desto stärker ist sie. Folglich ist eine dunkle Vorstellung, die mehr Merkmale umfasst als eine klare, stärker als diese, eine verworrene, die mehr Merkmale umfasst als eine deutliche, stärker als diese. Und jetzt kommt in Kapitalen: Vorstellungen, die mehr in sich enthalten, heißen vielsagende Vorstellungen. Also sind vielsagende Vorstellungen stärker. Hier scheint die Leibniz'sche Definition der Aufklärung auf, die nicht von der Banalität der klaren Helligkeit erfüllt ist, sondern vom Reich des Diffusen, das umso stärker wirkt, je näher es der Philosoph zum Leben, zur Imagination und zu den Formen zurückkehrt. Und in diesem Zitat von der Ästhetik heißt es eben, und das ist die Prägnanz, die wir heute Morgen in dem Vortrag hören: Perceptiones pregnantes fortitas sunt. Die prägnanten Vorstellungen, und das ist die Prägnanz im Sinne von Pregnancy, von Schwangerschaft. Prägnant ist nicht die punktförmige Genauigkeit, sondern die unauslötbare Fülle der dunklen Phänomene. Das ist Prägnanz und nicht die Auflösung in eine scheinbare Klarheit. Der zweite Punkt, die Nichtwahrnehmbarkeit. Die Ästhetik des Diffusen ist bei Leibniz bis zu einer Erkenntnistheorie des nicht wahrnehmbar Subsinnlichen gesteigert. Leibniz treibt die Überzeugung, dass der Mensch umfassend begrifflich zu denken vermag, wenn er sinnliche Wahrnehmungen bezieht, mit seiner Theorie der kleinen Perzeptionen in ein nicht mehr überbietbares Extrem. Er schreibt dieses Vermögen dem Menschen selbst dann noch zu, wenn er nicht einmal spürt, dass er Empfindungen besitzt. Eines der Beispiele ist das Rauschen des Meeres und das Kommen und Gehen des Wassers bei Ebbe und Flut. Obwohl derjenige, der ihm ausgesetzt ist, es nach einer gewissen Zeit wegen der dauernden Wiederkehr nicht mehr hört, vermittelt das rhythmische An- und Abschwellen der Laute die Gesetze von Ebbe und Flut und mit ihnen die Bewegungen des Mondes und darüber hinaus die Regeln der kosmischen Konsistenz. Es sind jene Eindrücke, welche, Zitat, die umgebenden Körper auf uns machen und die das Unendliche in sich einschließen, jene Verbindung, die jedes Seiende mit dem ganzen Universum besitzt. Zitat Ende. Leibniz glaubte, obwohl radikaler Gegner von Descartes' Trennung von res cogitans und res extensa, wie dieser, an einen ätererfüllten Kosmos, das ist eine Darstellung bei Descartes, ätererfüllten Kosmos, einen feinen, durchsichtigen Staub, der ein Träger der Kräfte sein müsse, welche die Planeten und Sterne auf ihren Bahnen und Positionen halten. Newtons Gravitationskraft war ihm, wie den meisten Zeitgenossen, ein okkultes Gräuel, Ausdruck einer nicht nachweisbaren Fernwirkung. Man kann vielleicht am Rande sagen, wer recht hat oder ob nicht beide recht haben, das wird sich dann vielleicht erst klären, wenn man weiß, was die dunkle Materie ist, die ja den Weltraum stärker ausfüllt als jedes Phänomen, das mit Instrumenten bis heute zu erkennen ist.
Für uns ist entscheidend, dass der Zusammenhang des Kosmos umfassende Erkenntnisse der kleinen Perzeption ermöglicht, noch bevor der Reflexionsapparat der Begriffe anzuwerfen ist. Dies markiert die tiefgreifendste jemals formulierte Theorie der vorbegrifflichen begrifflichen Erkenntnis. In der Monadologie hat Leibniz den Kartesianern als einen unverzeihlichen Fehler vorgehalten, dass sie allein der reflektierten Apperzeption erlaubten, in das Dominium des Bewusstseins aufgenommen zu werden. Dieser Konflikt, denke ich, gilt bis heute. Leibniz' Erkenntnislehre hat die philosophische Tür verschlossen, die zu seinem in ist durch Kant, Kants Verachtung von Leibniz hat die Tür verschlossen, die zu Leibniz in Analogien denkenden Grundverständnis führt. Der Mensch denkt von der Wellenbewegung bis zum kosmischen Gesetz begrifflich, noch bevor er wahrnimmt, dass er sinnliche Empfindungen besitzt. In der Regel werden derartige Erkenntnismethoden aus dem Kosmos der körperlich vermittelten Bewusstseinsbildung verbannt, weil sie empirisch nicht beweisbar seien. Die Kunsttheorie und mit ihr die Erkenntnistheorie, die Leibniz aus ihr entwickelt hat, sind jedoch für sich phänomenologisch gesättigte Überlegungen und dies über Jahrhunderte. Hierin ist begründet, was ich in der Festschrift, ich habe das heute Morgen ja erwähnt, auf Ihre Frage hin, in der Festschrift für Wolfram Hohgrebe als Theorie des Subito und des Coup d'œil, das von Leonardo bis zu den Militärakademien unserer Tage als unmittelbare Erkenntnisfähigkeit gelehrt wird, zu rekonstruieren versucht habe. In der Gestaltpsychologie hat es Ansätze gegeben, diesen Coup d'œil, dieses Subito der Erkenntnis auch im Labor zu überprüfen. Mit Bezug auf diese Überlegung unternimmt es Yasuhito Sakamoto im Moment am Frankfurter Max-Planck-Institut, das ist hier links, für empirische Ästhetik, den kleinen Perzeptionen auf die Spur zu kommen. Es geht um Reaktionen zwischen 80 und 200 Millisekunden, also weit unterhalb der Grenze, die bislang überhaupt angesteuert worden ist, und er findet Ergebnisse. Ohne auch nur eine Millisekunde auf Leibniz zu verschwenden, kommen die jüngsten Untersuchungen Wolf Singers, rechts zu sehen, eine der jüngeren Untersuchungen, dem Phänomen der kleinen Perzeption ebenfalls nahe. Es ist frappierend, wie sich aus heutiger Sicht die Wahrnehmung als ein blitzartiges Überlagern und Abklären unterschiedlicher, parallel sich dynamisch entfaltender Prozessoren darstellt. Drittens die metaphysische Kraft der Natur. Im diffusen, schmutzigen sowie in den subsinnlichen Wahrnehmungen liegt die Ästhetik des Lebendigen. Je symmetrischer, linearer und kristallischer ein Gegenstand sich darstellt, desto schwieriger ist es, sich dessen inneres Leben vorzustellen oder als Leben vorzustellen. In Leibniz' Privilegierung einer Ästhetik des Diffusen liegt daher, wie er in seinem Text über die Natur selbst, De Ipsa Natura, betont, im Gegenzug eine Ikonographie des Vitalen, ich zitiere, so ist festzustellen, dass den Dingen eine gewisse Effektivität eingegeben ist, eine Form oder eine Kraft, etwas, was wir mit dem Namen Natur verbinden, eine Form, eine Kraft, die eingegeben ist. Die Dinge bergen formam vel vim. Mit dieser Koppelung von Form und Kraft konstatiert Leibniz ein allgemeines Prinzip der Natur. Seine Idee eines umfassenden Agens hat Leibniz in die Begriffe der Appetition, also des Appetites, und des Conatus gefasst. Wie er in der Monadologie ausführt, ist die Appetition das erste Element aller Gründe als den Finalursachen, dem der Conatus als ein universeller Trieb entspricht, eine Tendenz zur Aktion. Eine Tendenz, die sich als innerer Bewegungsdrang äußert und demzufolge die Natur insgesamt als Conatus, als appetithafte Bewegung zu erfassen ist. Dieser zielt nicht auf ein gegebenes Telos, sondern ist selbst bereits jene Perfektion, welche dieser zum Ziel hat. Also der Prozess ist der Telos.
Hierin ist Leibniz der vielleicht radikalste Denker der Verkörperungsphilosophie, jener Verkörperungsphilosophie, die vom Delfin als dem Beweis ihrer Gültigkeit ausging in den 1930er Jahren. Seiner physischen Kraft nach würde der Delfin über eine beträchtlich geringere Schwimmgeschwindigkeit verfügen, wenn er nicht die entstehenden Strudel seiner Umgebung im Sinne der Hegelschen List der Vernunft für eine Beschleunigung nutzen würde, die ihn etwa 7-mal schneller schwimmen lässt, als er es an sich im Trockendock vermögen würde. Das Erstaunliche von Leibniz' Überlegung liegt darin, dass seine Bestimmung einer mit den Körpern verbundene Kraft, ein Agens, eine Appetition, ein Conatus, bis zu den Res, den Dingen geht. Auch ihnen ist diese Größe eingegeben. Die Kraft ist nicht nachträglich appliziert oder hineingestellt, sondern unmittelbar essentiell. In einem Brief aus dem Jahr 1698 hat Leibniz erläutert, dass zu jeder Kreatur, Zitat, auch die Kraft der Aktion gehört, die für meinen Begriff die Natur der Substanz begründet, so sehr, dass dieser von Gott erteilte Wert tatsächlich die Energie oder die Kraft ist, die den Dingen gegeben ist. Zitat Ende. Eine der stärksten Herausforderungen der gegenwärtigen Forschungsfelder in den Naturwissenschaften unterstellt genau eine solche umfassende Aktivität, die von Bioformen bis zu scheinbar toten Dingen reicht. Sie zeigt sich etwa im Rahmen bakterieller Biofilme, die in Form von Myriaden von Organismen auf kleinsten Raum zelluläre Architekturen bilden und die mit einer beeindruckenden Intelligenz eine morphologische Struktur entfalten, die den Betrachter nur staunen lässt. Es sind sich selbst regulierende Kleinstarchitekturen, die geometrische Muster hervorbringen. Die Bakterienforscherin Regine Henge versucht auf beeindruckende Weise hier zu visualisieren, was die spontane Struktur, um nicht zu sagen Bildgebung von Myriaden von Kleinstorganismen bewirkt, die sich zu höchst eindrucksvollen Formationen, als etwa hier ein Bakterienfilm unter Rost, zusammenfinden. Der klassischen Lehre zufolge sind sie vor allem durch Außenwirkung, diese Bildungen natürlich durch Außenwirkungen hervorgerufen. Unter den Veränderungen des Druckes, der Wärme und der wachsenden Kälte ziehen sich diese Bakterien zusammen oder dehnen sich aus. Dies ist die geläufige und auch sehr weitreichende, tragende Interpretation. Es bleibt aber ein Rest, der auf eine eigentätige, strukturbedingte, auf einen gemeinsamen Code angewiesene Selbstgestaltung hinzuweisen scheint. Ähnliches gilt für den Star, den absoluten Star einer mächtigen Bewegung der Naturwissenschaften, die seit den 1990er Jahren unter der Formel Active Matter auftritt. Es ist der Tannenzapfen. Da er von der Energiequelle des Baumstammes abgetrennt ist, gilt er als weitgehend tote Materie. Und dennoch reagiert er auf Schwankungen der Feuchtigkeit darin, dass sich seine Schuppen öffnen oder schließen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnte dieser Mechanismus weitgehend aus der Zellstruktur und der unterschiedlichen Möglichkeit, Wasserzufuhr gleichmäßig oder ungleichmäßig zu verteilen, gedeutet werden. Ich zitiere, die Zellen eines ausgereiften Kiefernzapfens sind tot. Daher ist der Mechanismus passiv. Schuppenstruktur und die Zellwände, aus denen die Schuppen aufgebaut sind, reagieren auf Veränderungen der relativen Feuchtigkeit. Zitat Ende. Das ist Anfang des 20. Jahrhunderts. Forscher wie Peter Fratzel kommen seit etwa 10 Jahren jedoch zum Ergebnis, dass Passivität keinesfalls die Aktionen der Schuppen des Tannenzapfens allein begründen können. Vielmehr, und dies ist heute allgemeine Meinung, ist die strukturelle Empfindlichkeit für diese Art Passivität selbst ein Zeichen von Aktivität. Ich zitiere, das notwendige Energiedepot der Materie liegt hier in der Materialstruktur, also in etwas, sagen wir, Spirituellem oder einem nicht unmittelbar eingegebenen. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, warum die Aktivität der Materie nicht allein über die Steuerung einer inneren Energiequelle nach Art des Stoffwechsels zu bestimmen ist.
auch die Struktur selbst kann Energie bereitstellen, um gezielt Bewegungsarbeit zu leisten. Und genau diese Möglichkeit definiert die materiale Struktur als Active Matter. Zitat Ende. Dies führt zum Problem, ob nicht der in heutiger Sicht relativ verbrauchte Begriff des Strukturalismus auf eine neue Weise begründet werden könnte. Im herkömmlichen Sinn seit den 1960er Jahren, vor allem im französischen Denken, hat der Begriff dazu gedient, für die Geisteswissenschaften Bedingungen der Erläuterung kultureller Prozesse zu benennen, die sich vornehmlich durch übergreifende Zeichensysteme auszeichneten. Mit der Frage nach der aktiven Materie aber kann dieser strukturale Ansatz in die viel weitere Zone einer lebendigen Kodierung weitergetrieben werden, in die tiefsten Bereiche der Natur und auch solcher, die bislang als anorganisch gedeutet worden sind. Erneut erweist sich die Kunst als ein schnellerer Rezeptor als alle Theorie. Sowohl in Kunst wie auch Architektur werden diese Bewegungsvorgänge scheinbar toter Materialien verarbeitet, um diese als pseudolebendige Automaten zu nutzen. Hierzu gehören die Wände des sogenannten meteorosensitiven Pavillons von den Stuttgarter Architekten und Künstlern Achim Menges, Oliver Krieg und Steffen Reichert, bei denen die atmosphärischen Veränderungen, wie etwa die Differenzen im Wasserhaushalt der Luft, Strukturen, Sie sehen die Endstadien, bewegen lassen, die über keine organischen Bestandteile mehr verfügen, dennoch aber den Antrieb für, ich zitiere, dieses lebendig scheinende Kunstwerk, Zitat Ende, bilden. Die Frage, ob bei den Bewegungen, die von Feuchtigkeitsschwankungen ausgelöst werden, eine passive Reaktion der toten Holzzellen oder eine aktive Prädisposition gegeben ist, bräuchte im Licht von Leibniz' Agens-Begriff überhaupt nicht gestellt zu werden, weil für ihn auch die Reaktion einer Eigenaktivität entspringt. Paula von Brummelins Responsive Surface haben diesen Kern, man müsste das als Film sehen, ich kann das hier nur andeuten, haben diesen Kern von Leibniz' Theorie getroffen. Ihre Stoffe bestehen aus nicht natürlichen Materialien, die ähnliche Reaktionen wie die Stacheln des Igels oder die Nackenhaare der Katze mit eigenen Bewegungen auf Berührungen reagieren. Es sind Wahrnehmungen, die sich eben als Eigenbewegungen äußern. Dies ist gleichsam Leibniz pur, demzufolge eine Substanz immer geradezu vibrierend unruhig ist. Die Reaktionen auf äußere Stimuli sind respondierende Eigenaktivitäten im Inneren. Jede Perzeption ist daher auch Intention und dies gilt für Organismen wie auch scheinbar leblose Gegenstände. Viertens von den Imagines Agentes zum elastischen Gehirn. All dies hat mit der Ausgangsfrage dieses Symposiums, ob Ästhetik und Schönheit exklusiv miteinander zu tun hätten, meines Erachtens fundamental zu tun. Die Fragestellung, ob nicht die Gleichsetzung der Ästhetik mit der Reflexion von Schönheit als symptomatisches Zeichen eines Kurzschlusses gesehen werden kann, ist nur zu unterstreichen. Diese Bindung war das Medium der Entschärfung jener Reflexion des Ästhetischen, die völlig anderen Kriterien folgte als der Frage nach der Schönheit. Die Ästhetik des Hässlichen, wie sie Rosenkranz im Jahr 1853 formulierte, war nur die Kehrseite einer so gut wie irreparablen Entwicklung. Sie ist eingebettet in einen Zusammenhang, der spätestens seit Kant die Welt, die Seele und das Ich vom Subjekt her aufschlüsselt. Dabei ist die traditionelle, vom Objekt herkommende Orientierung, die von den Locke, der Semantik der Welt und dem Kosmos des Gestalteten ausging, also von jener Sphäre, die als die entgegenkommende bezeichnet werden kann, nicht nur außer Acht gelassen, sondern als unwürdig, wenn nicht gefährlich, bestimmt worden. Mein Versuch, diese kolossale Form der Selbstermächtigung des Ich und sei sie noch so selbstkritisch, durch einen Sprung auf die andere Seite zu einer Philosophie der Demut zu machen, ist zwangsläufig kontrovers aufgenommen worden,
to say the least. Mein Ausgangspunkt waren die zahlreichen, in allen Kulturen und zu allen Zeiten zu findenden Inschriften, die den Betrachter zum Objekt machten, indem dieser, also der Betrachter, vom Werk in der ersten Person Singular angesprochen wurde. Großartigstes Beispiel ist vielleicht sehr komplex, ist das Mefeket, Jan de Eyck, Mefeket im Jahr 1433, sagt das Bildnis, hat mich gemacht. Oder hier ein Mailänder Schwert aus dem späten 15. Jahrhundert, Daniello Mefeket, das Schwert sagt, hat mich gemacht und ist damit natürlich körperlich lebendiges Bestandteil des Trägers, hat mich gemacht, ein Ego. Diese von Künstlern vorgebrachte Argumentation, die mit Hilfe von nur zwei Worten, me fecit, hat mich gemacht, sagt ein Objekt, ein Weltbild der Ich-Fixierung aus den Angeln hebt, ist in der Lage, die philosophische Gefangenschaft in der Maustrommel der Ich-Reflexion zu beenden. Sie formuliert, was eine Ästhetik nur vermag. Der Begriff des Bildakts hat eine antike Tradition, die von der rhetorischen Lehre der Imagines Agentes ausgegangen ist, von aktiven Bildern, die zwar als Gedankenbilder auftreten, durch ihre Handlungsmacht aber einen objektiven Status gewinnen und damit auch den materiell geformten Bildern das Motto geben können. Den Status von Bildern als einer solcher Art lebendigen und damit aktiven Instanz hat Leibniz auf unnachahmliche Art in seiner Deutung des Gehirns entwickelt. In den Nouveaux Essais imaginiert er eine Kammer, in der eine Leinwand aufgespannt ist. Ich kenne keine angemessene Visualisierung von Leibniz' Gedankenbild über das Gehirn. Lediglich Elemente sind in dem Bild silberne Schnur von Johann Jakob Scheuchzer, dem Schweizer Naturforscher und sehr geschätzten Freund von Leibniz, imaginiert, in dem das Gehirn und seine Nervenbahnen auf einem riesigen Tuch erscheinen. Im Gegensatz zu Scheuchzers Präsentation des Gehirns auf einer Leinwand jedoch ist das Gehirn bei Leibniz eine Leinwand, ein Gemälde, von unendlich vielen Motiven bedeckt und vor allem ist es in sich eingefaltet. Ich zitiere, dass es in dem dunklen Zimmer, also im Kopf, als Bildfläche eine Leinwand gäbe, die jedoch nicht ganz eben, sondern durch Falten aufgegliedert wäre, die die eingeborenen Kenntnisse darstellen sollen. Zitat Ende. Mit diesem Bild wird das Gehirn zur mikrokosmischen Repräsentation des Universums, das alle Stoffe ohne Sprünge in immer neuen Wirbel und Kreisbewegungen und Einfaltungen zwingt. Die vielleicht großartigste Imagination dieses Motivs ist dem Künstler Giovanni Paolo Schor mit der Darstellung eines römischen Paradebettes gelungen. Das ist keine Ironie, bei dem sich Himmel und Erde zu einem einzigen in sich verfaltenden Tuchgebirge vereinen. Leibniz, als hätte er derartiges vor Augen, beschreibt den Kosmos als einen kontinuierlichen Körper, der, Zitat, nicht geteilt, sondern wie eine Tunika auf verschiedene Weise gefaltet wird. Zitat Ende. Ohne Frage hätte Leibniz in der Entdeckung der Gravitationswellen, hier eine Visualisierung des Heidelberger Instituts, das hieran beteiligt war, hätte Leibniz in der Entdeckung der Gravitationswellen im letzten Jahr seine Überlegungen bestätigt gesehen, dass sich das Universum als ein zu sehendes und zu hörendes Großgebilde permanente Einfaltungen darstellt, das sinnlich wie begrifflich entfaltet werden muss. Gleichsam von demselben Stoff ist Leibniz' Bild des mikrokosmischen Gehirns als einer unendlich eingeschlagenen, komplex bemalten Leinwand in der dunklen Kammer des Kopfes. Dadurch, dass diese, Zitat, Leinwand oder Membran, wenn man sie ausspannt, eine Art Elastizität oder Wirkungskraft hätte, entwickelt sie den inneren Konatus, der sich als eine Art Elastizität, als eine gewisse Tätigkeit oder Reaktion
die sich sowohl nach den alten Falten als auch nach den aus den Eindrücken der Bilder hervorgegangenen neuen richtet. Zitat Ende. Also es ist ein Wechselspiel von alten und neuen Bildern, welche die Leinwand zum Schwingen und zur Entfaltung des hier Eingelassenen bringt. Und hierin liegt für Leibniz die Dynamik der bildaktiven Wirkung. Aber damit nicht genug. Indem diese Leinwand ständige Vibration und Oszillation vollzieht, die dem tonerzeugenden Schwingen einer gespannten Saite gleichkommen würden, ich zitiere wieder, Schwingen und Wellenbewegungen entstehen, wie man sie an einer ausgespannten Saite wahrnimmt, wenn man sie berührt, derart, dass sie gewissermaßen einen musikalischen Ton hervorbringt. Wieder Zitat Ende. In diesem Passus wird der Wettstreit der Sinne und Künste zu einem Mitstreit angesprochen, die Synästhesie in diesem Fall. Der Kernsatz dieses gesamten Bildes, dass die Leinwand, die unser Gehirn zitiert, Zitat Leibniz wieder, dass die Leinwand, die unser Gehirn darstellt, aktiv und elastisch sein muss, Zitat Ende, entspricht dem Prinzip der universalen Geltung des Agens. Und damit komme ich zum Schluss. Perfektion ist mit Kraft zu identifizieren, der vis agendi, die eine Übertragung der imagines agentes auf die gesamte Schöpfung darstellt. Für Leibniz ist der Stifter der inneren Kraft der Dinge der Schöpfergott. Natürlich zucken wir in unserer von religiösem Denken augenscheinlich bereinigten Welt bei der Instanz des Gottes zusammen, der diese den Dingen innewohnende Kraft eingegeben haben soll. Dieser Begriff behält aber als God of the Gaps seine Gültigkeit, wenn er als Zeichen für alle Größen eingesetzt wird, die wohl beschrieben, nicht aber erklärt werden können. Von der Frage nach dem Grund der Schwerkraft bis zum Problem, was vor dem Urknall lag, oder auch zum Rätsel, was die Beschleunigung bewirkt, mit welcher der Kosmos sich ausdehnt. Eine Lösung hat Spinoza mit seiner Formel Deus sive natura angeboten, die den Gottesbegriff mit dem der Natur gleichsetzt. Aber auch wenn der Gottesbegriff gestrichen wird, vollständig, wie es die moderne Weltsicht verlangt, ist dennoch auf der Ebene der Phänomene mit all dem zu rechnen, was Leibniz unterstellt. Eine universal wirkende, allen Schöpfungen eingegebene Aktivität, die auf Verbindung und Wechselwirkung drängt. In besonderer Weise gilt dies für Leibniz' umfassende Unterstellung einer in jedem Ding und jeder Kreatur wirkenden Kraft, eines agierenden Vektors, eines kosmischen Konatus und einer mikrokosmisch wirkenden Appetition. In diesem auf allen Ebenen ablaufenden Wechselspiel von Begehren und Entgegenkommen ist im Maßstab gegeben, ist ein Maßstab gegeben, an dem eine umfassende, an Schönheit wie Dunkelheit, an Klarheit und Diffusion orientierte Ästhetik orientiert werden kann. Sie rechnet eben mit einem Agens. Vielen Dank. So, bevor es jetzt wieder die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen und in Diskussion zu kommen, vielleicht eine kurze Regel, damit wir der Masse der Interessenten genug werden können. Vielleicht nur eine Frage und wir beschränken das so ein bisschen die Zeit der Beiträge, sodass wir eine Möglichkeit haben, überhaupt mehr als 4 Leute dran zu bekommen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Wer möchte die erste Person sein? Ja, vielen Dank. Sie können sich vorstellen, dass ich mit im Grunde genommen erstmal mit allem einverstanden bin, deswegen nur eine Nachfrage zum Strukturalismus-Zusammenhang. Es gibt, ich weiß nicht, ob das genau, ob Sie sich da eingelesen haben, es könnte interessant sein in der gegenwärtigen Wissenschaftstheorie natürlich eine Diskussion, die sich selber jetzt als Strukturalismus wieder bezeichnet. Das sind also neben prominenten Figuren, die jeder kennt, wie David Chalmers in The Construction of the World, sein bisher neuestes Buch,
auch andere Akteure wie Stephen French, The Structure of the World oder James Ladyman, Everything Must Go. Und wenn man das liest, dann liest das sich so als eine Wissenschaftstheorie, die ganz ihrem Verständnis, glaube ich, einer Strukturbildung entgegenkommt, weil die sagen, was Naturwissenschaft im besten Fall erkennt, sind Strukturbildungsverhältnisse und gar nicht Gegenstände. Das heißt, deswegen heißt das Ladyman-Buch Everything Must Go, alle Dinge müssen weg. Und das vielleicht könnte das ein interessanter Hinweis sein, dass sich da zwei Lager treffen. Und bei Müller klingt das, glaube ich, an in den Arbeiten von Olaf Müller. Ja, es ist wie in all diesen Fällen, wenn ich das recht sehe, dass sie sich treffen, ja, aber doch nicht berühren. Der entscheidende Schritt, wie in der gesamten Verkörperungsphilosophie, geht nicht hinaus in eine Welt, die entgegenkommt. Es beschreibt eine Struktur. Und wunderbar, schön. Aber der entscheidende Schritt wird nicht gemacht. Es ist verboten. Und wie gesagt, hier in der Naturwissenschaft wie in der Verkörperungsphilosophie. Es sind immer Extensionen dessen, diese Verfangenheit des Mentalen im Gehirn, leiblos, wie Sie das ist ja das Thema dieses Symposiums, zu überwinden, zu exterritorialisieren. Aber es bleibt von innen nach außen. Wo ist der Schritt, der, wie wir das John Kreuz und ich beginnend vor 30 Jahren formuliert haben, der Schritt hinaus? Die Welt kommt uns entgegen und dann kommt eine Resonanz, die dann unauflösbar die Frage stellen lässt, wer ist erst Henne und Ei. Aber der Schritt nach draußen wird nicht gemacht, er ist verboten. Und das nenne ich die Maustrommel der Ich-Fixierung. Bei den Naturwissenschaften ist es die Maustrommel der stabilen Natur. Und die Naturwissenschaftler, die ich hier zitiert habe, formulieren eben einen anderen Begriff von Strukturalismus, der die Struktur der Bewegung fasst und nicht die Struktur der Verbindung. Und das ist der markante Unterschied, der von Figuren wie Fratzel oder von unserer Seite Herr Wolfgang Schäffner forciert wird. Es ist ein anderer Begriff von Strukturalismus. Ob der so glücklich ist, ich habe meinen Zweifel. Aber weil er ist ja verbraucht und besetzt, nicht? Aber das ist vom Ansatz her, von der Rahmenstellung her, der Unterschied. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe bei Leibnizens Wertschätzung der Petit Perception eine Frage. Einerseits, er ist derjenige, der das sieht und stark macht. Wie sehr schätzt er das jetzt? Es gibt ja eben auch von dem Rationalisten Leibniz den Punkt, sinnliche Anschauungen sind nur verworrene Begriffe. Das heißt, er anerkennt das Faktum, dass der Großteil unseres Bewusstseins aus diesen dunklen Vorstellungen besteht, aber er will sie ja loswerden. Wie bauen Sie das ein in diese Wertschätzung Leibnizens für dunkle Vorstellungen oder kleine Strukturen, die in Begriffe aufzulösen sind für den Rationalisten Leibniz? Ihre Frage begründet meinen weiten Abstand zu Kant und meine Sympathie zu Verharder. Kant hat bei Leibniz sinnliches Denken aus dem Kosmos der Philosophie durch wenige Sätze ausgetrieben, auf eine wirklich böswillige Weise. Und ich habe ein dickes Buch geschrieben über Leibniz' Idee des Theaters der Natur und Kunst. Er hat diese Idee, dass der Mensch durch Objekte, durch Theatralik, durch die sinnliche Erfahrung perzipiert und denkt, sein Leben lang verfolgt. Die Akademiegründung, jede Reflexion seiner scheinbaren Abstoßung von Sinnlichkeit hat immer ein Konterpart oder eine Rückseite, in der die bändigende Kraft der Materie gegenüber dieser Entsinnlichung oder die bewegende Kraft der materiellen Bindung und der Perzeption favorisiert. Es ist wie ausgelöscht. Es gibt nur einen Leibniz, die Fensterlosigkeit der Monade. Das hat er in einem Satz gegen John Locke argumentiert. Ein Satz. Wolfgang Hoberiger hat es großartig, ich habe ja mein Buch genannt, Die Fenster der Monade. Und Wolfram Hohgräber hat einen großartigen Artikel dieses eigentlich wirklich erst zum Ziel gebracht.
die Monaden haben nicht Fenster, sie sind Fenster. Myriadenfache Fenster, die permanent elastisch perzipieren. Und das ist die Tragik der modernen Philosophie. Das ist alles weggeschnitten. Und durch meinen Begriff, durch diese Wand, die durch Kant heruntergelassen ist, worden ist und die eben letzten Endes das Spiel der Begriffe favorisiert gegenüber der Sinnlichkeit. Das ist ja ein Thema gewesen, jetzt den Tag immer wieder anklingenderweise. Kant hat das Problem gestellt und nicht gelöst. Herder ist näher gekommen, wie ich denke. Ich stimme völlig zu, finde das ganz überzeugend. Agens in allem, wie sie es von Appetitus Conatus Leibniz her dann bis zu Beispielen der Selbstorganisation ausgeführt haben. Ich denke nur, es gibt ein paar Verbündete. Ich nenne vier Namen. Aristoteles. Definition des Naturseienden. Ein Naturseiendes ist dasjenige, was ein Prinzip der Bewegung in sich selbst hat. Und das gilt eben auch bei ihm schon für das Anorganische. Nicht, wie man oft denkt, erst für das Organische. Nummer zwei, Diderot. Die Materie ist selbstverständlich aktiv. Sie verfügt sogar über Sensibilität. Nummer drei, die Romantiker, Natura Naturans. Nummer vier, Bergson, Elan Vital. Die Reihe wäre fortzusetzen. Also es gibt Verbündete. Hallo, Ponty. Ja. Charles Sanders Peirce ist der Theoretiker dessen, was ich vorzustellen versucht habe. Im Übrigen über Lucrez, nicht? Also die beiden Feinde, Lucrez und Leibniz, sind sich in diesem Punkt sehr, sehr nahe und Peirce hat sich auf beide bezogen. Im Begriff eines permanent dynamischen Kosmos. Peirce wäre mit in dieser Reihe zu stellen. Diderot, das ist mir neu, also in dieser, aber natürlich, die Namen, die Sie aufgeführt haben, sind in dieser Reihe zu stellen und würden eine andere Tradition der Philosophie bieten, als sie üblicherweise, kanonischerweise, so, das wollte ich sagen, geschrieben wird. Bitte? Nein, natürlich nicht, aber hat dieses Kardinal, verstehen Sie, niemand wird mir in diesem Raum hier vermutlich folgen können, aber ich sehe es so, er hat ein kardinales Problem erzeugt, aus dem man nicht mehr herauskommt. Permanente Reflexion des Ich in diesen großartigen kritischen Reflexionen, aber auch in der Kritik der Erkenntnisfähigkeit des Ich, der Begrenzung, bleibt es autistisch heraus. Das ist der Punkt. Ja, das sehe ich auch so. Deswegen möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für den Vortrag. Und weil es um Strukturalismus ging und was man damit noch machen kann, das ist eben genau das, was ich morgen bei meinem Vortrag versuchen werde. Also einen Begriff dafür zu entwickeln, wie das mit der Wechselwirkung, wie das aussehen könnte. Wollte ich nur, weil es gerade um Leute geht, die sich damit befassen, wollte ich das nur kurz gesagt haben. Viele sind mir böse. Danke. Vielen Dank, Herr Bredekamp. Ich finde den Gedanken der entgegenkommenden Formaktivität außerordentlich faszinierend und wollte Sie einladen und fragen, ob Sie noch mehr dazu sagen könnten, wie Sie sich die Struktur dessen eigentlich vorstellen, was mir entgegenkommt. Ich kam drauf bei den Bildern, die Sie gezeigt haben, die von sich selbst sagen, dass ein bestimmter Maler mich gemalt hat. Denn das Irritierende an dieser imaginierten Selbstbeschreibung der Bilder ist ja, dass die Bilder von sich selbst ich sagen. Das heißt also, Sie können Ihren Punkt machen, dass das Objekt dem Betrachter entgegenkommt, aber in welcher Weise kommt es dem Betrachter entgegen, ausgerechnet als ein Ich? Das ist nur eine sehr, sehr weitgehende These und das hängt sicher damit zusammen, dass es ein Gemälde ist und nicht ein Tannenzapfen, also ein Naturobjekt. Aber trotzdem, wenn Sie sagen, mir kommt das Gegenüber in einer eigenen Aktivität entgegen, sind Sie dann eigentlich nicht viel idealistischer, als es Kant je gewesen ist,
indem Sie diese Form von Aktivität und Selbstbezug der anderen Seite zuschreiben? Oder wäre das zu stark interpretiert? Es wäre die Frage, die ich an Sie gehabt hätte, in diesen wunderbar klaren Definition des Kunstwerks fehlte für meinen Begriff die Materie, die geformte Materie. Ihr liegt also die Materialität der Kunst, die unüberschreitbare Materialität, die geformt ist. Und in diesem liegt eine Latenz, die sich zeigen kann oder nicht. Aber die Latenz des Entgegenkommens ist vorhanden und es liegt in der Materie. Ruhig bleibt und plötzlich springt es. Das ist vorhin auch in der Diskussion gesagt worden. Und ich kann es nicht beherrschen, das ist das Entscheidende. Zwar stimmt absolut, was Sie sagten, dass ein Wissen die Perzeption des Gegenstandes konditioniert. Aber wenn das so wäre, bräuchten wir keine Museen. Denn wir gehen in ein Museum, weil wir ohne jede Möglichkeit zu kontrollieren, wie wir aus der Bahn geworfen werden, von dem Werk, das uns gegenübertritt, beherrscht werden. Und das nenne ich den Bildakt. Das unkontrollierbare eigene einer Form, die immer latent bleiben kann, über Jahrhunderte, Jahrtausende, who knows, und plötzlich zuckt es. Und diese Latenz meine ich, und sie ist, das ist Materialismus, es ist formbezogener Materialismus, die für meinen Begriff, die Anerkennung dessen, für meinen Begriff die Zone der Unbeherrschbarkeit der Welt bedeutet, die ich reflektieren muss, um im kompletten, komplexen Sinn Aufklärer zu sein. Wer das ausblendet, gibt etwas preis, panisch, was nicht geheuer ist. Aber dieses Ungeheure muss einbezogen werden, um es deuten, vielleicht auch steuern. Man kann es nicht steuern, aber doch reflektieren zu können. So würde ich versuchsweise antworten. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. Die Frage, die ich habe, ziemlich groß. Ich versuche mich kurz zu fassen. In Bezug auf die Ästhetik haben Sie von der Notwendigkeit gesprochen, dass die Ästhetik mit dem Agens zu rechnen hat. Ja. Ja. Und nun, wie wir die Ästhetik, also die Begründung der Ästhetik, wie also geht mit der Entwicklung oder Entstehung und Entwicklung der, der Konzeption des modernen Menschen, also es ist mit dieser Entstehung der Idee des modernen Menschen sehr verbunden, sehr eng verbunden. Nun, würden Sie sagen, dass diese Notwendigkeit der Ästhetik mit dem Agens zu rechnen ist ein geschichtliches Paradigma, also es ist ein modernes Paradigma, oder es ist so übergeschichtlich? Also ich denke, es ist übergeschichtlich und transhuman. Also vorhin wurde die Frage nach der Kunstfähigkeit der Tiere gesprochen. Wow. Es gibt, wir haben gerade ein Buch rausgebracht, Symbolic Articulation. Ich schreibe darüber in einem der Artikel. Es gibt seit etwa 10 Jahren in Leipzig, in der Primatenforschung in Leipzig und in Harvard die Methode, Endloskameras in Dschungeln aufzustellen, in denen Schimpansen sich bewegen. Und dort sind bislang nicht bekannte Praktiken bekannt geworden, dass Steine gegen Baumstämme geworfen werden, ohne jeden Sinnzusammenhang, außer eine ästhetische Form zu bilden. Die mussten zurückspringen, dann fallen sie und dann werden sie gruppiert und manchmal als Schätze in Baumstämme, in hohle Baumstämme gelegt. Noch dramatischer, und ich nenne dieses Verfahren den schematischen Bildakt, ist das Verhalten von vornehmlich Schimpansenmütter, die aber auch Männchen, die Holzstücke oder Steine in der Größe der dann geborenen Kinder über Monate benutzen, um mit ihnen zu spielen, als wären es die Babys. Das heißt, es sind beseelte Gegenstände, die dadurch, dass sie aus der Umgebung genommen wurden und anders definiert wurden, denn die erste Definition von Kunstwerk haben. Und diese spielen mit den Schimpansen. Also da beginnt genau Ihre Frage. Sie verhalten sich nach dem Stein. Sie können das auf YouTube sehen, wenn Sie Chimpanese Leibniz,
Schimpanis Leipzig eingeben, Primatenforschung. Dann kommen die unglaublichsten Filme, die kürzlich eingestellt worden sind. Ja, ich habe auch noch eine Frage, und zwar auch herzlichen Dank für den fantastischen Vortrag. Ich frage mich, ob dieser Gedanke des Entgegenkommens nicht in einer Form in der Kunst des Wiener Jugendstils realisiert worden ist, die ja auch immer von dem unrettbaren Ich, von Mach umgetrieben werden und dann eben in die Fläche gehen und von diesem subjektiven Blick durch die Fläche versuchen wegzugehen. Und ob das nicht auch eine Form ist, also gerade auch dann verbinden Sie ja zum Beispiel dann auch Außenraum und Gestalt oft allein durch die ornamentale Linie, ob das nicht genau diese Idee einer gleichberechtigten Umwelt, die auf ein denkendes Subjekt trifft, entgegenkommt, also diese Flächenkunst des Jugendstils. Ich würde es nicht nur bejahen, sondern als einen der Schlüssel für das Verständnis des Phänomens bezeichnen, weil eine große Teil, Frau von Marienberg an der FU, die Philosophin an der FU, hat gerade ein Buch über genau dieses Thema verfasst, über die Linie um 1900. Und ich habe auch in meinem Bildarchbuch darüber länger gehandelt. Es geht über die Schlangenlinie, die als Symbol aller Bewegungen der Natur an sich seit Alberti gedeutet wird, der in den Wellenbewegungen der Haare, der Gewänder Schlangenformen sah, die er als Potenz alles Agens in der Natur wie auch in den menschlichen Artefakten definierte. Und von diesem Moment an ist die Schlangenlinie und die Ornamentik ein Begriff nicht etwa der sinnleeren Form, sondern der Reflexion von Agensstrukturen. Hogarth hat das hat die berühmteste Form gebracht durch die Schlangenlinie, die sich um durch einen Konus herumwindet, oder in seiner Schrift über die Schönheit von 1700, glaube ich, 56, Beauty. Und es ist eine Schlangenlinie in einem Prisma. Es sind Reflexionen über die Vibrationskraft und strukturale Aktivität von Natur und Menschenform. Also ein dreifach unterstrichenes Ja.